Gott, wo dann komm? Gott, wo dann komm? Gott, wo dann komm? Ich will, dass du mir hilfst. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist mit seinen Engelscharen möge uns heute und alle Zeit vor Teufelslist bewahren. Es gebe Gott, dass heute und je uns nichts zu Schmach noch Schaden und Scham geschehe. Es ist Freitag, unseres Herrn Christi Schmerzenstag. Gott behüte, man tritt euch ja tot da draußen in der Finsternis. Komm, du kleines Ding, und lebe dein armes Leben, so wie der liebe Gott uns arme Leute auch lässt leben. Ja. Wo hast du die ganze Nacht wieder gesteckt? Ich meine, du könntest wenigstens zum Melken zu Hause sein. Aber dazu muss ich mich auch noch hinquälen mit meinen kranken Beinen. Jesus Maria, wie siehst du aus? Was hast du? Was ich habe? Es ist nur, wie es immer gewesen ist, dass ein Bankert ein Bankert zu tragen hat. Das geschieht dir auch recht. So wie du dich beträgst, spuckst und fauchst herum wie eine Wildkatze. Statt dass du dem lieben Gott auf den Knien dankst für seine Barmherzigkeit, dass er dich auf einen Hof geführt hat wie diesen, wo du leben könntest wie ein Kind im Hause. Solch eine Schlampe wie du. Doch du änderst dich nicht. Nun geh hinaus und tu, was du zu tun hast. Frieda, du musst zur Kirche reiten mit den Marienkerzen. Ich soll zur Kirche reiten? Ja. Sollte Karin das nicht tun heute Morgen? Karin ist nicht ganz gesund. Wenn die Frühmesse vorbei ist, wird es ihr wieder besser gehen. Ihre Wangen sind brennend heiß. Ich glaube, sie hat Fieber. Das Fieber hat sie vom Tanz gestern Abend. Halt du das Maul! Mein Kind wird nicht in deine dreckige Fußspur treten, das weißt du wohl. Du weißt, dass du nicht das Mindeste gemein hast mit meiner Tochter. Aber du verachtest ja alles, was besser ist als du. Und auch jetzt noch in diesem Zustand. Das ist der Dank dafür, dass wir dich nicht verstoßen haben von unserem Hof. Gott segne unser täglich Brot. Amen. 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 Wo ist Karin? Sie sollte doch zur Kirche reiten mit den Marienkerzen. Sie fühlt sich heute nicht wohl. Gestern Abend war sie noch sehr munter. Sie findet nur nicht leicht aus dem Bett des Morgens. Aber heute Morgen darf sie nicht aufstehen. Wie sollte sie über Nacht so krank geworden sein, dass sie nicht zur Kirche reiten kann?
Ich habe Frieda bereits befohlen, es zu tun. Aber die Sitte verlangt doch, dass die Marienkerzen von einer Jungfrau gebracht werden. Ja, wenn es um Karin geht, dann hältst du immer sehr auf Zucht und Sitte. Und du bist immer weich und nachgiebig, wenn es um sie geht. Sie ist das einzige Kind, das mir geblieben ist. Umso wichtiger ist ihre Erziehung. Ich habe schlechte Träume gehabt heute Nacht. Du hast dich zu heftig kasteit vor dem Schlafengehen. Ingeri soll Karin wecken. Ich gehe selbst. Nun gut. Küsse sie wach, die Siebenschläferin. Mach du ihr den Mundvorrat, Ingeri. Nimm Weizenkuchen und lege Käse dazwischen. Und Fleisch vom Hammelbug. Bist du krank, Karin? Nein, Mutter. Ich bin nur so müde. Ich darf noch eine Weile im Bett bleiben, nicht wahr? Nein, dein Vater lässt dir sagen, du möchtest sofort zur Kirche reiten mit den Marienkerzen. Nein. Ich würde Frieda hinschicken, wenn ich wüsste, dass du wirklich krank bist. Ich sage dir doch, ich bin nicht krank. Dann musst du auch reiten. Dann will ich aber das gelbe Seidenhemd anziehen. Aber Karin, es ist doch mitten in der Woche. Dann reite ich nicht. Wie kannst du nur deiner Mutter solche Antworten geben? Wenn ich in deinem Alter es gewagt hätte, meinen Eltern derart zu widersprechen, dann hätten sie mir die Rute gegeben und mich fasten lassen. Nun, dann gib mir doch die Rute. Nun, dann lass mich doch fasten. Gib mir doch saure Preiselbeeren aufs Brot statt der Butter. Du weißt sehr wohl, dass ich zu dir nicht zu hart sein kann, mein Kind, obwohl ich's müsste. Ja, du lachst darüber. Und was sagt dein Vater? Du würdest uns einst noch Schande bereiten. Ach, hol mir doch das gelbe Seidenhemd aus der Truhe, Mutter, und den Sonntagsrock und meinen blauen Mantel. Dann freue ich mich. Dann wirst auch du froh, dann wird auch der Vater lachen. Ach, Mutter, dann werde ich ganz würdig zur Kirche reiten, du wirst es sehen. Und der Schimmel wird seine Hufe so sacht und andächtig setzen, als wäre er ein Pilger auf der Wallfahrt. Und ich werde keinen Blick zur Seite tun. Ich werde gerade ausschauen, ganz still für mich hin. Und denken, wie sich die Mutter Gottes über meine Kerzen freuen wird. Gib mir auch die weißen Strümpfe, Mutter. Und die blauen Schuhe mit den Perlen.
Nein, nein, mein Kind, das ist kein Alltagshemd. Nein, nein. 15 Jungfern haben daran gestickt. Nun halt nur stille Geduld. Geduld. Waren es wahrhaftig 15 Jungfern auf einmal? Hm, ja. Nein, setz dich her. Jetzt werde ich dir erst die Haare kämmen, mein Kind. Au. Au. Ach. Nein, ich will es aufgelöst tragen. Das ist schöner zu den guten Kleidern. Wenn wir immer nur tun, was du willst, dann wird der Teufel zuletzt noch seine Freude dran haben. Und die Engel werden dich strafen mit Geschwüren und Zahnschmerzen. Warum redest du nur immer so viel vom Teufel, Mutter? Das tut Vater nicht. Weil der Teufel der Erzfeind aller unschuldigen Mädchen ist. Er strebt allemal danach, das Gute im Keim zu verderben. Verstehst du das? Aber ich spreche doch immer meine Gebete, Mutter. Mit wem hast du gestern Abend am meisten getanzt? Nun, ich habe getanzt mit dem, mit dem, mit dem. Warum willst du das wissen? Ich habe so schwer geträumt heute Nacht. Was hast du geträumt? Ach, ich möchte so gern einmal träumen. Große, wunderbare Träume. Aber das geschieht mir nie. Und jetzt, Mutter, den Rock. Den blauen. Oder lieber den mit den Goldfäden drin. Viel enger. Der Gürtel muss ganz straff sein, sonst bauscht es sich nicht, wie es soll. Und nun fehlt noch die Halsspange. Damit kannst du bis Sonntag warten. Es ist so schon schlimm genug. Hm. Oh, du stehst mir im Licht, Mutter. Da kommt Vater. Er wird böse sein. Nun, meine Tochter, die Mutter sagt, du seist krank. Sehe ich aus wie eine Kranke? So bleich, so fahl und so schwach? Was ist das für eine Art, länger zu schlafen als die Sonne? Ach, Vater, wenn ich in die Kirche komme, dann werde ich dem Pfarrer die Hand küssen und ihn um Verzeihung bitten, dass ich nicht zur Frühmesse erschienen bin. Mutter war krank, werde ich sagen. Ja, und Vater war krank und Frieda hat vergessen, mich zu wecken. Ja, und dann konnten wir die Kerzen nicht finden. Und der Schimmel war noch nicht beschlagen. Oh, ja. Jetzt reite ich in den Wald mit diesem schlechten Mädchen und sage der Waldfrau, diese missratene Tochter will ich nicht mehr haben. Schließe sie 7 Jahre in den Berg, damit sie zahm wird. Dann komme ich wieder und hole sie zurück. Vielleicht. Vater, lass Ingrid mitgehen zur Kirche. Sie war doch schon so lange nicht mehr dort. Ja, es ist ein großes Unglück, dass es so ein weiter Weg ist bis zur Kirche. Zumal für eine alte Sünderin wie dich, die 7-mal in der Woche den Beichtstuhl brauchte. Das wagt einer zu sagen, der außer Landes hat gehen müssen, um seine Haut zu retten. Jawohl, ich kenne eure Geschichte, Herr Magister. Schon gut, schon gut. Fliegender Vogel fängt ein Lot. Sitzenden Vogel fängt der Tod. Ich hab viel Weiber und Kirchen gesehen. Wie waren die Kirchen? Hoch erhaben, hinauf zum Himmel. Und Schiff und Turm, die waren nicht aus Holz, sondern aus Kalk und Stein. Aus Kalk und mit Fenstern in allen Regenbogenfarben. Du darfst mitkommen zur Kirche, Ingeri. Vater hat es mir gewährt. Ja, nun mach dich auf die Beine, Ingeri. Sonst wird es Abend, bevor er in die Kirche kommt.
Trink noch ein wenig Warmbier. Der Weg zur Kirche ist weit und du hast ja noch nichts im Magen. Nein, ich mag jetzt nichts. Aber gib es Ingeri, sie begleitet mich. Das habe ich ihr nicht erlaubt. Du nicht, aber der Vater. Willst du deiner Mutter nicht einen Kuss zum Abschied geben? Unser Herr Christ segne dein junges Leben. Karin, dies kleine Bündelchen mit dicken Kerzen und Käsepudding bring unserem Herrn Pfarrer von mir. Grüß ihn von mir, wenn du es ihm bringst, und sag ihm, er weiß schon, wofür es ist. Und 5 Paternoster und 5 Ave sollen es sein. Ein Garten sah ich im frühen Jahr, eine Jungfrau herrlich zu schauen. Wie Sterne leuchtet ihr güldnes Haar, wie himmelsblau ihre Augen. Es ströme so klar und so froh der Bach, wohl unter dem grünen Hagen. Am Maientage, am Maientage. Still, macht das Kind dir Schmerzen? Du wirst noch erleben, wie angenehm das ist. Dann bin ich vermählt. Vor Gott und allen Menschen auf ewige Treue und Hausfrauenehre. Du wirst noch erfahren, wie es mit der Ehre steht, wenn ein Mann dich um den Leib fasst und streichelt dir den Hals. Ich werde nur mit dem zu Bette gehen, der mein Ehemann ist. Und wenn dir eine begegnet abends im Hain und wirfe dich zu Boden, was würdest du dann tun? Schlagen und kratzen. Und wenn er stärker ist als du? Wenn du zur Frühmesse willst, kommst du zu spät. Aber es ist besser, du pflückst Blumen, als dass du in der Kirche dahin welkst. Ich muss in die Kirche mit den Marienkerzen. Ah, ja, ich verstehe. Und zu Ehren der heiligen Jungfrau hast du dich so schön geputzt und geschmückt. Wie eine Braut für den Bräutigam, nicht wahr? Ich habe es getan, weil so schönes Wetter ist und weil meine Mutter es nicht wollte. Aber ich habe es nicht getan, um dir Freude zu bereiten. Ich danke dir noch für gestern Abend, Karin. Ich weiß nicht, was du meinst, Simon. Das weißt du nicht. Ich habe nichts mit dir zu schaffen, das weißt du sehr wohl. Was hast du, Ingeri? Ich habe dich mit ihm gesehen gestern Abend. Ich habe mit ihm über dich geredet. Ich habe ihn gefragt, ob er für dich und das Kind nicht Hilfe wüsste. Ja, und da hat er geantwortet, reiche mir deinen Mund, dann weiß ich Hilfe. Und komm mit mir ins Heu, dann weiß ich noch mehr Hilfe.
Und da hast du ihn zugelacht. Und hast an seiner Hand getanzt. Ich habe auch mit anderen getanzt, die mir die Hand reichten. Verzeih mir, dass ich dich geschlagen habe. Ich will nicht, dass du mich um Verzeihung bittest. Wir wollen heimreiten. Warum denn, Ingeri? Wir müssen doch zur Kirche. Dann lass mich mit den Kerzen reiten. Ich will es dem Pfarrer erklären. Warum solltest du die Kerzen überbringen? Was würden Vater und Mutter dazu sagen? Es ist so dunkel im Wald. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ingeri, du darfst nicht so weinen. Das schadet dem Kinde. Fürchten sich die Mägdlein im dunklen Walde? Ich habe keine Angst. Ich reite zur Kirche. Darf sie sich in deinem Häuschen ausruhen und warten, bis ich zurückkehre? Hier, Ingeri. Das ist für euch beide. Du hast wohl Angst, ich würde dich wieder schlagen? Du fürchtest dich vor deiner Niederkunft? Vor etwas Schlimmerem. Komm. Ich weiß Hilfe. Setz dich hin. Es hat schon lange keiner mehr gesessen da auf dem Ehrenplatz. Wie heißt du? Wie ich heiße? Ich habe keinen Namen mehr. Wie düster und einsam es hier ist. Du bist weit weg von den anderen. Ich höre, was ich hören will. Ich sehe, was ich sehen will. Ich höre, was die Menschen in der Welt einander zuhaunen. Und ich sehe, was kein Mensch je sehen kann. Auch du kannst hören, wenn ich will, dass du hörst. Öffne deine Ohren. Höre. Höre. Was ist es, was du so tust da draußen? Das sind drei tote Männer, die fahren nach Norden. Wie lange ist es her, dass ein lebendes Weib neben mir saß auf meinem Thron? Hier ist die Geburt ohne Schmerzen. Hier ist das Wohl für dein Weh. Blut, hör auf zu strömen. Stehe Fisch im Laufe. Und der Adler auch. Yeah.
hier ist die Kraft des Lebens. Du hast dem Gott Wodan ein Blutopfer gebracht. Du, ich habe dich gleich erkannt, als ich dich kommen sah im Walde. Ich habe dich erkannt an deinem brennenden Auge, an deinem bitteren Mund, an deinem wilden Haar. Aber du hast Angst. Ich gebe dir Kraft und Wahrheit. Dann hast du keine Not mehr und keine Angst. Das Ding da. Oh, das ist eine Maultrommel, die habe ich von meinem Vater. Und der hat sie von seinem Vater und der von seinem Vater. Ach, darf ich sie mir anschauen? Und nun sagt, wer seid ihr denn? Wir sind drei Brüder. Drei Brüder, die allzu früh Vater und Mutter verloren haben. Und wovon lebt ihr nun? Wir hüten das Vieh, schlafen auf der Erde, trinken den Regen und essen Wurzeln. Die Mutter hat mir Weizenkuchen mitgegeben. Mein Bruder will sagen... Ist dein Bruder stumm? Böse Menschen haben ihm die Zunge herausgeschnitten. Nein. Aber ich verstehe, was er redet. Jetzt sagt er, eine so gute Gabe können wir uns nur schmecken lassen, wenn die schöne Jungfer uns Gesellschaft leisten würde. Ich muss zur Kirche reiten, mit den Kerzen der heiligen Mutter Maria. Um diese Zeit? Zur Frühmesse ist es freilich zu spät. Ich habe heute Morgen verschlafen. Nun, wenn ihr die Frühmesse doch versäumt habt, dann hat es auch noch Zeit damit. Und wenn die liebe Frau Mutter euch Mundvorrat mitgab, so war doch wohl gemeint, dass er ihn auch essen soll. Mein Bruder sagt, da ist eine schöne Lichtung drüben im Walde. Warum von der Sonne, wenn der schöne Fräulein geruhen würde, sich gnädigst dorthin zu bemühen? Thank you.
Nein, wartet. Gesegneter Jesus, Gottvaters Sohn, o du leibhaftiges Brot vom himmlischen Thron. Lass uns würdig empfangen unser irdisch Trunk und Brot und bewahre unsere Seele vorm ewigen Tod. Mein Bruder ist neugierig, wo der Hof des schönen Fräuleins denn wohl liegen könnte. Im Osten der Berge und im Westen der Wälder liegt mein Hof. Und er ist so hoch, dass ein Mann seinen Nacken ganz hart an den Rücken beugen muss, damit er seine Zinnen sehen kann. Das Fräulein ist wohl gar die Tochter eines Königs, wie? Vater trägt eine seidene Jacke am Alltag und einen güldenen Helm. Und sein Speer, der glänzt wie das Gold in der Sonne. Und Mutter hat einen Schlüsselbund, den kann sie nicht am Gürtel tragen, so schwer ist er. Und eine kleine Magd trägt ihn ihr nach, von morgens bis abends auf einem silbernen Kissen. Aber wer weiß, vielleicht seid ihr verzauberte Königssöhne, vielleicht steht ihr unter dem Banne der Waldfrau. Ja, und eure Ziegen, die sind vielleicht Bären und Wölfe und Löwen, die sie verwandelt hat. Mein Bruder sagt, das edle Fräulein hat so weiße Hände. Das mag wohl sein, dass sie weiß sind, denn eine Königstochter braucht nicht zu waschen und zu heizen. Mein Bruder sagt, das edle Fräulein hat so einen schönen Hals. Eine Königstochter hat einen schönen Hals, damit das Geschmeide besser glänzt. Mein Bruder sagt, das edle Fräulein hat einen Leib so schmal wie ein Rehkitz. Du kannst dir dies aufschneiden, wir nehmen die anderen. Soll ich dir ein Messer geben? Das ist doch das Zeichen vom Bauer Simon. In die Kirche mit den Marienkerzen. Thank you.
Bleibst hier und gibst auf die Ziegen acht, bis wir zurückkommen. Tu nur, was ich dir sage, sonst geht es dir schlecht. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sagt es. Wir haben nichts zu sagen als: Die Nacht wird kalt, der Weg ist weit. Woher kommt ihr? Wir kommen vom Norden, von Westernu. Wie war der Winter in Westernu? Der Winter war sehr hart und die Seuche hat gewütet. Die Leute sind so schwach, dass sie kaum noch aufstehen können. Und die Kühe sinken in die Knie. Ja, ich weiß es wohl. Der Winter hat es überall im Lande schlimm getrieben. Wohin wollt ihr? Wir wollen nach Süden, um da Arbeit zu suchen. Ihr könnt hier schlafen. Es wird frieren die Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Der Bauer hat gesagt, wir dürfen hier übernachten. Setzt euch auf die Bank, bis er kommt. Die Schuhe haben schon viel erlebt, wie ich sehe. Ein
ein Tag kann beginnen, so gut er mag, er wird in Elend enden, bevor der Abend dämmert. Wann hat man einen Frühlingsmorgen gesehen, so reich an Verheißung wie heute? Die Sonne schien so warm, dass man darüber schier vergessen mochte, alle Wintersnot. Die Beine wollten tanzen vor Freude. Doch ehe es Abend ward, da lag sie bleich und tot. Die Mainkönigin selbst habe ich hinausreiten sehen in den Wald. Aber sie ist nicht wiedergekommen. Kommt. Gesegneter Jesus, Gottvaters Sohn, o du leibhaftiges Brot, vom himmlischen Thron, lass uns würdig empfangen unser irdisch Trunk und Brot und bewahr unsere Seele vor dem ewigen Tod. Amen. 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 Seid ihr fertig geworden? Oh ja. Bis hinauf zum Wald ist nun alles gedüngt und gepflegt. Mein Vater sagte immer, man soll Roggen, Hafer und Weizen dick und den Klee dünn düngen. Bitte habt Nachsicht mit meinem kleinen Bruder. Ist ihm das schon öfter geschehen? Nur wenn wir gehungert haben. Reibe ihm die Hände und die Schläfen mit Salz und Essig ein, Frieda. Und gib ihm eine wollene Decke und eine Wärmflasche. Wir danken verbindlichst, aber das ist nicht nötig. Je weniger man sich darum kümmert, desto schneller geht's vorüber. Es mag hier auf dem Hof auch Arbeit geben. Aber darüber reden wir morgen. Ihr könnt das Feuer heute Nacht brennen lassen. Es wird bitter kalt. Gute Nacht.
komm her. Na, komm doch. Komm. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du betest deine Gebete wohl, obgleich dir noch keins erfüllt wurde. Ja, du armer Kerl. Doch unser Herrgott wird sich dir barmherzig erweisen. Barmherziger, als du glaubst. Sprich nur tüchtig deine Gebete, mein Junge. Und vergiss es auch am anderen Tage nicht. Ja, ja. Siehst du, wie der Rauch sich da oben herumdrückt, unter dem Dache? Als ob er sich erbärmlich fürchte. Und er soll doch bloß hinaus in die Luft. Und da steht ihm die ganze Welt offen, sich darin zu tummeln. Aber er weiß es nicht. Daher verkriecht er sich unter dem Dachfirst und kauert da und bebt vor Angst. Ja, und so ist es auch mit den Menschen. Er kauert da und bangt und bebt erbärmlich vor dem, was er weiß und vor dem, was er nicht weiß. Du wirst einen schmalen Steg gehen, so schmal, dass du nicht weißt, wo du den Fuß hinsetzen sollst, um einen Halt zu finden. Unter dir braust ein reißender Fluss. Er ist schwarz und will dich hinunterziehen. Aber du wirst heil hinüberkommen. Und dann liegt ein Tal zu deinen Füßen, so tief, dass du seinen Grund nicht sehen kannst. Hände strecken sich aus nach dir, doch sie können dich nicht erreichen. Schließlich wirst du kommen zu dem Berge des Verderbens. Er speit Feuer als ein riesiger Ofen und sperrt auf vor dir sein entsetzliches Maul. Aus ihm lodert es empor, rot von Kupfer, grün von Eisen, blau von Vitriol und gelb von Schwefel. Es blitzen und blaken ringsum die Flammen und schmelzen die Felsen. Und in dem Schlund da wimmelt's von Menschen, wie von Ameisenbrut. Denn dies ist der Ofen, der die Mörder verschlingt, die Gewalttäter. Doch in dem Augenblick, da du dich verloren glaubst, greift eine Hand nach dir und fasst dich an. Ein Arm wird sich um dich legen und wird dich fortführen, ganz weit. Dorthin, wo das große Übel keine Macht mehr hat. Wenn Karin heute Abend nicht gekommen ist, so wird sie gewiss am morgigen Tag zurückkehren. Sei nur beruhigt, Merita. Du magst immer noch von Ruhe sprechen. Du hast gut reden, so war es von je. Wie würde es mit uns stehen, wenn ich auch so wäre? Wenn ich mir nie Sorgen gemacht hätte? Wenn ich nicht um unser Heil gebangt hätte? Nicht aufgeschrien zu meinem Gott? Mach die Hände auf.
Meretta, mach die Hände auf. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst um Karin. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Ja, ja, ja. Aber sie ist doch schon öfter über Nacht im Dorf geblieben, ohne dass wir es wussten. Ich habe nur noch sie. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Sie prügeln den Knaben. Hat der Knabe nicht geschrien? Das muss die Eule gewesen sein, was ihr gehört habt. Sie schreit schon eine ganze Weile. Dieses Hemd hier ist das Einzige, was wir noch besitzen von unserer armen kleinen Schwester, die im Herbst verstorben ist. Es ist uns ein so liebes Andenken. Aber Not kennt kein Gebot, und so haben wir beschlossen, es euch anzubieten. Wir sehen, dass ihr eine Frau seid, die schöne Gewänder wohl zu schätzen weiß. Und dieses Hemd hier war meiner Schwester das Liebste von allen. Es ist ein wenig zerrissen und schmutzig geworden. Aber seht euch bitte diese Stickereien an. Ich glaube, es ist die Arbeit von 9 Mägden. Eine geschickte Hand wird es bald wieder so schön herstellen, wie es gewesen ist. Ich werde mit dem Bauer über die Sache sprechen. Er wird wissen, was der gerechte Lohn ist für solch ein kostbares Kleid. Und nun legt euch hin, damit Ruhe wird in unserem Haus.
Was gibt es, Merita? Die Hirten haben es mir feilgeboten. Es ist Karins Hemd. Es ist Blut daran. Was willst du tun? Zunächst werde ich den Riegel an der Tür zuschieben. Das ist bereits geschehen. Du wirst doch die Knechte zu Hilfe nehmen. Sei vorsichtig. Mir, was geschehen ist. Nimm mir das Leben. Ich habe mehr Schuld als diese Männer. Ich habe gewollt, dass es geschah. Ich habe sie gehasst, als ich wusste, dass ich ein Kind trage. An dem Tage, da ich ihn gebeten habe, hat er es getan. Wotan ist es gewesen und nicht die Hirten. Sie waren von ihm besessen und sind über sie hergefallen. Wie die Teufel. Sie haben sie niedergeworfen und festgehalten und vergewaltigt. Du hast es gesehen. Ich habe im Wald gestanden und es gesehen. Und ich habe gewollt, dass es geschah. Ich hatte einen dicken Stein in der Hand, um ihn auf die Männer zu werfen. Aber ich habe ihn fallen lassen. Als es vorbei war, haben sie sie totgeschlagen. Das habe ich auch mit angesehen. Mach Feuer im Badehause. Ich hole Birkenreiser.
Jetzt kannst du gehen und mir das Schlachtemesser holen.
Gnade mir für das, was ich getan habe. Wollen wir Karin suchen. Ich habe sie zu sehr geliebt, höre. Mehr als Gott selbst.
Und als ich sah, dass sie dich mehr liebte als mich, da habe ich begonnen, dich zu hassen. Dafür hat Gott diese Strafe über mich verhängt. Es ist alles meine Schuld. Du bist wie alle Mütter, Merita. Und Gott allein kennt die Schuld. Du siehst es. Gott, du siehst es. Meines unschuldigen Kindes Tod und meine Rache. Du hast es geduldet. Ich kann es nicht verstehen. Nein, ich kann es nicht verstehen. Jedoch, ich bitte dich, mir zu verzeihen, Herr. Ich habe keine andere Art, mir mein Recht zu verschaffen, als mit meinen eigenen Händen. Ich habe keine andere Art zu leben. Doch ich gelobe dir, Herr, hier, bei dem Leichnam dieses reinen Geschöpfes, gelobe ich dir, zur Buße für meine Sünde eine Kirche zu bauen. Hier werde ich sie dir bauen, aus Kalk und Stein, mit diesen meinen Händen.
Lolo.